Was haben Sie am Ende dieser Legislaturperiode an der Behindertenpolitik der Bundesregierung zu kritisieren? Also das Allererschreckendste in dieser Legislaturperiode war, dass mit Beginn der Pandemie wir feststellen mussten, dass Menschen mit Behinderung, mit ihren besonderen Bedürfnissen überhaupt nicht mitgedacht wurden. Es wurden große Programme aufgelegt, es wurde Unterstützung für Firmen, Kurzarbeitergeld und vieles andere mehr. Aber all das trifft ja in vielen Bereichen auch der sozialen Dienstleiter gar nicht zu. Und deshalb mussten wir dafür kämpfen, dass die sozialen Dienstleister, die Angebote hatten wie Werkstätten oder auch die Einrichtungen, dass die mitbedacht wurden. Es galt darum, klarzumachen, dass auch wenn eine Einrichtung, wie zum Beispiel die Lebenshilfe oder Caritas oder andere, wenn sie Wohnstätten haben, wenn sie auch Angebote haben im Bereich der familienunterstützenden Dienste oder auch für Kinder und vieles andere mehr, dass man dieses nicht alles zusammennehmen konnte, weil natürlich die Mieten für die Wohneinrichtungen, die kommen ja von den Trägern der Eingliederungshilfe, aber in den anderen Bereichen war kein Geld da. Und bei Unternehmen wurde gesagt, man musste so und so viel Minus haben. Und all dieses darum zu kämpfen, das war jede Woche eine neue Diskussion, ein neuer Kampf. Aber ich muss sagen, so mit und mit haben wir dann alles durchsetzen können. Aber es hat uns gezeigt, dass wir zwar viel über Inklusion reden, aber doch noch sehr weit davon entfernt sind, dass Menschen mit Behinderung mittendrin sind und von Anfang an ihre Bedürfnisse mit einer Rolle spielen. Was fanden Sie rückblickend auf die laufende Legislaturperiode mit Blick auf die Behindertenpolitik gut oder lobenswert? Wir haben vieles erreichen können und ich finde auch, dass man vieles in der Diskussion hat, hier im Parlament oder in den Gesprächen mit den Ministerien auch durchsetzen können. Ich will mal ein Beispiel nennen. Eltern waren besonders betroffen in dieser Situation. Sie hatten Schulen geschlossen, Kindergärten zum Teil geschlossen, Eltern im Homeoffice und vor allen Dingen die Mütter mussten alles eigentlich machen, Homeoffice plus Kinder. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich ein Kind mit Behinderung oder einen erwachsenen behinderten Menschen, der sonst den ganzen Tag in der Werkstatt ist, plötzlich zu Hause haben. Es ist dort kein Homeschooling-Angebot und auch Homeschooling für die Kinder in den Schulen ist eben schwierig, wenn ich eine geistige Beeinträchtigung habe. Da geht das nicht so einfach mit digitalem Unterricht und dass die Kinder jetzt lernen sollen. Und da haben wir nach und nach wirklich vieles dran arbeiten können, dass wir gesagt haben, auch in schwierigen Situationen müssen diese Einrichtungen geöffnet werden. Es muss dann unter Wahrung der Hygiene und auch Abstandsregeln müssen Maßnahmen gefunden werden, dass wieder betreut wird. Und es musste vor allen Dingen eines auch aufhören, dass Eltern sich entscheiden mussten, entweder ihre Kinder waren in der Einrichtung und sie durften sie wochenlang nicht besuchen, oder sie hatten die Kinder oder jungen Erwachsenen zu Hause. Und dann mussten sie sie immer zu Hause lassen oder mussten anschließend in Quarantäne und viele Regelungen. Da war viel Unverständnis und ich glaube, dass die Pandemie dazu beigetragen hat, dass mehr darüber nachgedacht wurde und auch man insgesamt die Ministerien und auch im Rahmen der parlamentarischen Beratungen sensibilisieren konnte, dass wir zwar alle gleich sind, aber wir nicht alle die gleichen Bedürfnisse und auch nicht alle den gleichen Unterstützungsbedarf haben.